wenn es um frisches Obst und Gemüse geht, gerne der Markt. Und wenn es länger haltbar ist, ab und zu auch online, weil ich dann auch außerhalb der Geschäftsöffnungszeiten etwas anklicken kann. Vernühl ist ein bisschen wie Oldtimer-Fahren, sind Klassiker. Ansonsten für unterwegs, wenn es schnell gehen soll, MP3. Steak. Hybrid. Ich habe mich zuletzt geärgert über eine Aufschrift auf einem Joghurt. Dort wurde ganz groß geworben mit 0,1 Fett. Das sah gesund aus. Und als ich dann rumgedreht habe, habe ich gesehen, dass in 150 Gramm Joghurt fast 50 Gramm Zucker drin waren. Und das ärgert mich, weil man da als Verbraucher veräppelt wird. Es geht in großen Schritten voran. Wir haben jetzt unsere Reduktionsstrategie vorgelegt. Das geht ins Kabinett. Und wir haben eine Vereinbarung mit der beteiligten Wirtschaft getroffen. Und die werde ich einhalten und vor allen Dingen schauen, ob die Industrie sie einhält. Denn im nächsten Herbst werden wir dann schon die ersten Schritte überprüfen. Und das heißt, ganz konkret für Branchen, für Produkte wird es ganz konkrete Reduktionsziele geben, damit am Ende in Fertiggerichten weniger Gesamtkalorienzahl ist. Die größte Herausforderung wird meiner Meinung nach die Wertschätzung von Lebensmitteln sein. Wir kennen von vielem den Preis, aber nicht den Wert. Und wenn zum Beispiel Hähnchenschenkel 100 Gramm für 15 Cent verramscht werden, dann wird einem nicht klar, dass man Nahrungsmittel schätzen muss. Und deshalb Wertschätzung von Lebensmitteln und auch die Lebensmittelverschwendung, die müssen wir eindämmen.